Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück in Diablo 4, herzlich willkommen zurück in Sanctuaria mit unserem Barbaren, eine neue Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wo geht's denn jetzt weiter? Wo geht's weiter? Mal auf die Map kurz schauen. Wir sind hier in Kyovashad. Wir haben hier ein Rad des Lichtes, mit dem wir sprechen müssen. Wir müssen dann wieder rüber und sucht im Mistralwald nach Nerell. Ich würde sagen, wir führen jetzt hier kurz mal das Gespräch und dann gehen wir da wieder rüber. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es freut mich auch, dass das Let's Play mittlerweile so guten Anklang findet. Ich habe mir jetzt überlegt, wir werden trotzdem jetzt hier die Nebenquests ein bisschen mitmachen, ne? Nicht, solange ich in der Stadt bin. Wie ergeht es der Stadtwache? Trainieren Tag und Nacht. Sie haben etwas Lob verdient. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich als Weichling sehen. Würde es euch etwas ausmachen, sie für mich anzufeuern? Schnelles Geld für euch, mehr Selbstvertrauen für die Rekruten. Und ich bleibe weiterhin ein harter Hund. Alle Beteiligten gewinnen. Ich erledige das. Ja, aber der härteste Hund von allen, das sind doch wir, ne? Seid ihr hier die Rekruten? Das kann ich hier nicht tun. Wie macht man das? Ja, und nun? Wie geht das? Grüße. Wache Bonser hat mich gebeten, die Milizanwärter in der Nähe des östlichen Tors zu motivieren. Wenn ich sie ein wenig anfeuere, und wie feuere ich sie an? Kann man das jetzt wer sagen? Ich in der Stadt bin. Hallo. Warte mal, geht das so? Nee. Nicht, solange ich wie geht denn das? Keinen blassen Schimmer. Also, Kathedrale des Lichts. Dann verfolgen wir erstmal die Hauptquest, ne? Ich check das nicht. So. Ja, schön, dass ihr... Dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Natürlich. Ich benötige einen heiligen Segen, um Lilith weiter zu verfolgen. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Dann danke ich dir, Josef, für die Information. Okay, es war jetzt nicht so die schwere Quest. Haha. Wir gehen wieder zum Stadtportal zurück, also zum Portal, Stein, Dings, Kirchen. Das check ich nicht, wie das geht mit der Moral verbessern. Da ist das Portal, genau. Da ist auch noch eine Quest. Eine Quest, schalalala. Da, hier vorne. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit, ne? Ihr seht besorgt aus. Naja, Bosan ist noch immer unterwegs, um Menestat unsere Zehntforderungen zu überbringen. Vielleicht könntet ihr da draußen nach ihm sehen und herausfinden, wieso er so lange braucht. Die Kathedrale braucht ihr Geld. Nicht nur die Kathedrale braucht ihr Geld. Zehntforderung. Hier haben wir noch einen unentdeckten Wegpunkt. Zweite Katakomben. Also das sind Dungeons. Okay. Wir wollen jetzt erstmal hier hin, ne?
Oder gehen wir da? Na, gehen wir zuerst da drüben. Machen wir da drüben mal fertig. Ich bin ja eh schon wieder total überfordert. Wie immer, ja. So, bis jetzt war noch relativ wenig Action. Wir haben auch noch Nebenquests, die sammeln wir auch eben ein. Was für Dienste bietet ihr an? Ups. Ich sorge für einen steten Nachschub an, sagen wir, Proben. Für die Geistlichen in der Nähe. Allerdings wird es immer gefährlicher, ihren Wissensdurst zu stillen. Ich benötige eine große Menge intakter Ghoul-Herzen aus der Umgebung. Die gefräßigen Toten in der Nähe haben etwas Besonderes an sich. Sie können sich mit nur wenigen Tropfen Blut reanimieren. Ich würde selbst aufbrechen und sie holen. Doch ich bin es eher gewohnt, mit den vollständig Toten zu verkehren. Natürlich schätze ich eure Diskretion und ihr werdet angemessen entlohnt. Sehr gut. Wenn wir da jetzt schon die Stadt verlassen, da kommt, das nehmen wir heute alles mit, ne? Ihr wirkt bedrückt. Mein Ehemann Feodor hat unser Haus mitten in der Nacht verlassen. Ich habe gehört, wie er mit jemandem sprach, einer Frau. Als ich die beiden zur Rede stellen wollte, flohen sie in Richtung eines seltsamen Lichts im Wald. Sie sind die ganze Nacht nicht zurückgekommen. Ich denke, es wird Zeit, nach ihm zu sehen. Doch der Wald ist gefährlich. Würdet ihr mich begleiten? So ein Schuft, der Theobald. Was liegt hier? Von Jelesna. Aus trat ich meine Pilgerreise an. Ich sprach an einem Schrein am Wegesrand meinen Dank aus und erhielt einen Segen für meine Reise. Okay. Ein Reisegebiet. So. Aber jetzt erstmal. Lups. Wir müssen hier hoch, ne? Nein, müssen wir nicht. Hier müssen wir her. Das heißt, wir gehen jetzt hier so rüber, ne? Okay. Okay. Damit wir doch noch ein bisschen Action in dieser Folge auch haben. Hä? Ratten. Christina, komm. So, das können wir schon mal die ganzen Ghoul-Herzen einsammeln. Ups. Wie viel braucht man davon? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall finden wir da genügend. Ghoul-Herzen braucht man dann. Das wäre jetzt halt interessant, wenn es uns das irgendwie so anzeigt. Du hast schon, weiß ich nicht, 10 von 15 oder weiß der Kuckuck wie. Auf jeden Fall fühle ich mich schon ziemlich mächtig, ne? Ein Voldolak. Volkodlak. Okay. Ich hoffe, von der Soundeinstellung passt es diesmal ein bisschen besser. Ich habe jetzt extra den Sound ein bisschen runtergedreht. Werden wir das auch... Gibst du Ruhe? Werden wir das auch dann nach dieser Aufnahme wieder ein bisschen reinhören. Ich glaube, die Ghoul-Herzen haben wir fertig. Ja, Christina, du könntest wenigstens ein bisschen mithauen, ne? Bisschen. Ist das zu viel verlangt? Was soll man hier machen? Gebetesreisen, sprecht und schreien euren Dank aus. Und wie? Wie? Ich check das nicht, wie das geht. Ist das... Check nicht, wie das geht.
Wie kann ich hier meinen Dank aussprechen? Check ihn nicht. Egal. Was ich jetzt noch probieren kann, ist, dass ich hier einfach mal /danke eingebe. Danken. Ne? Was ist das? Auf E ist das, okay. Hallo sagen. Verspotten, folgen, jubeln, tschüss, danke. Das weiß ich zu schätzen. Nein, okay, jetzt wissen wir mal, wie das andere funktioniert. E war das, ne? Verloren, sucht nach Nerell und umgekehrt helft Christina bei der Suche nach ihrem Mann Fiodor. Suchen wir zuerst natürlich nach Nerell, ne? Hier im Wäldle. Muss ich mal merken mit der E-Taste. Ich höre schon wieder was. Hab nicht genug Wut. Es geht ja eigentlich eh relativ flott dahin hier, ne? Oh, hat denn da jetzt so reinkaut? Auf jeden Fall am Brunnen der Gesundheit, den sparen wir uns noch auf. Seht die Wahrheiten, die im Inneren liegen. Wow, schreck mich. Mirel muss in der Nähe sein. Nächster Dungeon, ihr Lieben. Auch nicht. Schleier der Horadrim. Zorniges, was? Phantom. Geil. Also bis jetzt, ich finde das Spiel mega. Waldwiesen. Servus. Ich darf nicht vergessen, dass ich mein Schild immer wieder mal drauf papp. Boah, schreck mich. Sowas ist nicht gut für mich. Ich bin immer so schreckhaft, müsst ihr wissen. Oder ziemlich schreckhaft. Wenn dann auf einmal so ein Baum aufsteht, kriege ich gleich wieder einen Herzinfarkt. Habe ich jetzt vorher gesehen. Spielt ihr eigentlich auch schon Diablo? Was? Zweiandachs hat aufgelevelt. Okay, geskillt. Sehr schön. Skill ist immer gut. Wo ist die? Wo ist Nerell? Oha. Das Portal wird euch durch diese primitive Falle führen. Na dann nehmen wir das natürlich, wenn da irgendwo ein Wolf das ganz sagt.
Vision von Tristram. Als ob. Wer seid ihr? Eine Art Bewunderer. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich werdet ihr erfroren. Ja, dann danke. Warum helft ihr mir? Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten. Und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horad folgt, schafft ihr das nie. Wen soll man denn dann folgen, lieber Wolf? Ihr Weg endet immer in Feuer und Tod. Genug. Öffne. Verlassen wir das Portal wieder? Warum erzählt ihr mir das? Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen. Der Tag wird kommen, an dem die Horadren strauchen. Seid nicht in der Nähe, wenn das geschieht. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Ist das eine Falle? Und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Ja, dann suchen wir das doch, oder? Würde ich sagen. Ja, so graues Zeug lasse ich, oder weißes Zeug, schlechtes Zeug lasse ich jetzt gleich mal vorab liegen. Es bringt nicht mal viel Geld, ne? Muss mich da immer so konzentrieren in solchen Kämpfen. Boah, genau mir, dass sowas eben nicht passiert. Blödes Vieh, du. Was sind das nur für Gespenster? Nirel? Nirel, wo bist du? What the fuck? Was war das? Oh, ich verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe sein. Ist das so? Ich habe nicht genug. Sie hilft wenigstens ein bisschen mit, ne? So, ich glaube, hier geht's jetzt dann in den nächsten Dungeon. Endlich, das horadrische Gewölbe. Aha. Aber da gehen wir dann erst in der nächsten Folge rein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ist der Daumen oben, wird man dich loben. Ich freue mich auch über deinen Kommentar und bis zur nächsten Folge. Ciao, Baba, euer Marito.